Guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen bei einer neuen Woche. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich treffe mich jetzt gleich mit Nina und Johanna, mit denen ich morgen Vortrag halte. Wir besprechen nochmal alles. Sprich, ich muss jetzt gleich los, es ist um 10 und eigentlich habe ich erst 16 Uhr Anfang. Deswegen danach gehe ich so gleich einkaufen für die Woche und dann wieder nach Hause, Vlog schneiden, lesen. Ich habe eigentlich so viel zu tun. Und dann heute Nachmittag wieder hoch zum Campus. Das ist so mein Tagesplan. Seid dabei. Heute sind es 17 Grad. Sprich, ich bin sommerlich gekleidet. Ein letztes Mal wahrscheinlich. Ich wette, es wird nicht mehr so warm. Ja, so viel erstmal zum Stand der Dinge. Bin zurück. Es ist um 10 vor 12. Ich schneide jetzt erst noch meinen Vlog wieder. War noch ein bisschen einkaufen, nur ganz minimal, eigentlich nur für heute. Und ja, jetzt ist Vlog angesagt, dann übe ich noch mal meinen Vortrag und vielleicht schaffe ich es halt irgendwann auch noch mal zu schlafen. Na ihr, nur am Workroom heute. Der Vlog ist jetzt fertiggestellt. Wir haben es. Oh mein Gott, was ist das? Jetzt habe ich angefangen zu titeln. Hallo? Hallöchen, Frey und Juanita, bin ich heute unterwegs. Ah, okay. Kennt ihr bestimmt von der Unfallrettung? Ja. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich bin wegen der Unterstützungsaktion für die Ehrenamtlichen hier in Erfurt da. Aha. Haben Sie 2 Minuten Zeit für mich? Leider nein. Ich muss gerade Vortrag üben. Aber viel Glück noch. Gleichfalls. Danke. Tschüss. Muss der mich so erschrecken? Johanniter-Typ. Ich muss gerade Vortrag üben. Das ist nicht mal so eine große Lüge. Männerbesuch hier. Was Ungewohntes. Es gibt nichts weiter zu berichten. Nach der Vorlesung heute, wo ich dann so in 40 Minuten hinfahre, treffe ich mich noch mit meinem Shufu-Leuten, mit denen ich jetzt in einem Projekt bin. Und wir besprechen eben dieses Projekt und was wir machen und wie wir vorgehen. Bin ich sehr gespannt. Jetzt habe ich nochmal 40 Minuten Freetime. Oh. Tschüss, people. See you later. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich weiß aber nicht mit dem Fahrrad, Leute, weil ich die Zeit im Bus nutze, um nochmal den Vorschlag für morgen zu üben. Na ihr Hübschen, ich bin wieder zu Hause. Meine Bahn hatte irgendeine Störung und ich musste dann nach Hause laufen, aber erst sie ist noch ein Stück gefahren. Und ich habe dabei mit der lieben Esther telefoniert. Jetzt mache ich mir gerade einen Tee und dann Abendbrot. Wir treffen uns jetzt jeden Montag 18 Uhr. So für 1-2 Stunden mit dem Stufo-Dings. Das wird anstrengend, weil ich dann montags 14 bis 20 Uhr habe. Aber oh, Nachhaltigkeit, alles für die Nachhaltigkeit. Dieses Albumcover hat die Luca fotografiert, Freunde. Ach, das ist nicht. Aber verlinke ich euch mal in der Infobox. Love it. Bis morgen. Innenminister will er aber bleiben. Der 69-Jährige wird von vielen Politikern seinem Erfahrung verraten. Ich muss mal damit ich wieder reden kann. Guten Tag, ich muss in 4 Minuten los. Ich halte jetzt gleich mein Referat mit Nina und Johanna. Ah, hoffen wir mal, es gut geht. Danach bin ich noch beim Litwi-Seminar und dann gehe ich essen in der Mensa und dann gehe ich einkaufen und dann komme ich wieder her. Langer Tag. Ich habe heute diese Bluse an, die ist auch alt. Wann habe ich die denn gekauft? Zu meinem 18. Geburtstag? Alt. Ja. All black everything, wie immer. So fühle ich mich wohl. Gut, bis später. Aloha, aloha.
Ich bin zurück. Es ist schon wieder so schönes Licht in meiner Wohnung. Immer diese Sonne. Ich war jetzt noch ganz lange in der Mensa. Das interessiert mich wahrscheinlich alles gar nicht. Aber wie der Vortrag war. Der Vortrag ist mega, mega. Ist schon 16 Uhr. Es ist schon 16 Uhr. Der Vortrag ist mega gut gewesen. Wir haben das alle drei super gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allen Dingen, was ich das Beste an der ganzen Sache fand, ist, dass die anderen, also die Studierenden, es waren irgendwie 13 davon mehr, aber dass die so mitgemacht haben und dass die sich melden, wenn man was fragt. Und es gibt einem so ein richtig schönes Gefühl und das, weiß ich nicht, gibt mir auch immer so die Ruhe dann. Weil die wollen dir nichts Böses, so. Die wollen auch alle nur die Stunde rumkriegen, so. Es ist mega gut gelaufen, es hat viel Spaß gemacht, jetzt ist das schon mal rum. Jetzt müssen wir da noch so einen Reflexionsbericht schreiben und dann ist gut. Ja, wie gesagt, ich hatte gerade ein sehr lustige 2 Stunden in der Mensa. Es gibt so Leute, die haben einfach so eine Art, da muss man die ganze Zeit lachen. Die machen einen einfach glücklich. Das sind die besten Leute. Ja, und jetzt, weiß ich nicht, entspanne ich mich. Vielleicht lese ich, glaube ich. Ich glaube, ich lese ein bisschen. Super gemacht. Sorry, dass ich heute so wenig vlogge, aber es gibt nicht so viel zu berichten, außer dass ich jetzt losgehe. Und ich frage mich immer, warum sehen die Haare am Ende des Tages besser aus als den ganzen restlichen Tag? Gut, dann bis später. Mal sehen, wie es wird. Ich sehe jetzt auf jeden Fall die anderen wieder, auf die freue ich mich sehr. Wie schön ist alte Musik. Ich bin zurück. Es ging viel schneller als erwartet. Sie war irgendwie nach einer halben Stunde fertig und ich so, yay. Weil, muss ich ehrlich gestehen, die Vorträge beim Stufen fand ich jetzt nicht so spannend. Nächste Woche gucken wir Film. Jetzt habe ich sehr gute Laune. Es kommt auf die richtigen Menschen im Leben an. Wirklich, Leute. Schmeißt Menschen, die euch nicht glücklich machen, raus aus eurem Leben und holt euch neue rein. Tipp von mir am Rande. Jetzt mache ich mir Gemüse und dann skype ich mit 2 Leuten, die mich sehr glücklich machen. Sie heißen Emina und Luca. Mit 16 sagte ich still. Ich will. Es ist kein Spiel. Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß ja selbst nicht mehr, woher ich komme. Du musst googeln, Dialekt vergleicht oder Dialekttest und dann ist das so ein Test von spiegel.de. Genau. Guck, meine Plastikflasche. Ich habe meine Glasflasche, die ich euch letzte Woche noch so stolz gezeigt habe, in Dresden vergessen. Und jetzt habe ich die nächsten 3 Wochen nur diese blöde Flasche. Dumm. Ich glaube, wir haben noch nie bei einem Skype-Call so sehr gelacht. Ich liebe die beiden. Und es ist so schön, dass ich Emina am Freitag schon wieder sehe. Und Luca vermisse ich auch. Hoffentlich bald sehen wir uns. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Klavier. Übe noch ein bisschen. Es ist jetzt 21.30 Uhr und dann gehe ich ins Bett. Ich bin echt müde. Morgen kann ich ausschlafen und morgen bin ich sehr produktiv. Weißt du, ich bin jung und ich weiß noch nicht warum. Ich hab's gemacht und nicht drüber nachgedacht. Und ja, du weißt, wie viel es fehlt, wenn es vor dir liegt und woher man's kriegt. Ich weiß nicht mehr wann. Herr Manfred.
kriegt. Wir haben uns so sehr lieb, dass es keinen Tag ohne mehr gibt. Es ist schon krass, wie das alles verschiebt. Es ist schon krass, wie das alles verschiebt. Guten Morgen, ich war heute echt früh wach und da lag ich ein bisschen rum, dann habe ich den Fluter zu Ende gelesen über Daten und jetzt bin ich ganz chillig aufgestanden, es ist jetzt 8.07 Uhr, perfekte Zeit, habe schon geduscht und alles, heute mal wieder ein farbiges Outfit mit einem dunkelblauen Oberteil, ich liebe dunkelblau. Ich freue mich auf den Tag, weil ich heute ganz viel schaffen will und werde. Erstmal mache ich mir ein Smoothie. Jetzt schreibe ich erstmal die To-Do-Liste. Like 300 pounds and I got it for like 150. Ooh. Ei, das ist ja ein Ausschnitt. Wieder eine Hubschrauberaktion hier draußen. Sucht der irgendwas? Ist auf jeden Fall mega laut. Ich komme gut voran mit meiner To-Do-List. Mache gerade den Blogpost fertig über Filme und Serien, die wir gerade schauen auf TNT. Der verlinke ich unten. So viel zum Stand. Und gleich für mich ein Video, warum es gut ist, allein zu sein. Das ist, der Song ist von 2009 von einer Dresdner Band namens Polarkreis 18 und ich war mit dem Bruder von einem Klavierspieler oder so in der Grundschulklasse. Fun Facts, aber das Lied ist so hammer. Schaut mal, wie gut auch meine To-Do-Liste aussieht. Es ist fast alles abgehakt. Ich werde jetzt einkaufen gehen, weil ich nichts mehr zum Mittag da habe. Oder ich esse Nudeln. Bei Nudeln esse ich vielleicht ja morgen schon wieder an der Uni. Deswegen gehe ich, glaube ich, jetzt einkaufen. Und dann muss ich den Rest noch machen. Darauf habe ich keine Lust. Das ist Mittel. Das ist eine Kooperation. Ja. Und mein Video ist am Verarbeiten. Perfekt. Übrigens mega komisch. Mein Video letzte Woche war nur ganz schlechte Qualität. Ich weiß nicht, was los war, aber ich wollte es dann auch nicht mehr ändern. Und scheinbar haben sie ja trotzdem alle irgendwie gefühlt von euch geguckt. Was ich crazy fand, weil es war richtig schlechte Qualität. Aber da sieht man mal, was ihr für Zuschauer seid, ne? Fast 5000 Aufrufe bei so einer Mistqualität. Ich habe auch schon 17.143 Zuschauer abonnieren. Das ist crazy to me. So, Bibel, ich bin jetzt mal real mit euch und erzähle euch, wie es wirklich um mein Konto aussieht. Nee, ich kriege von verschiedenen Instanzen noch Geld und das auch eigentlich schon seit längerem, weswegen mein Konto leer ist. Erinnert ihr euch an den Satz, den ich mal gesagt habe, ich glaube, ab jetzt werde ich nie wieder arm sein? Da denkst du. Weil wenn du, wie soll ich das sagen, wenn man halt davon abhängig ist, dass andere dieses Geld überweisen, sie es überweisen, sie es nicht, dann hat man Pech. Ich habe gerade minus 96 Euro auf dem Konto und traue mich deswegen jetzt nicht einkaufen zu gehen. Ich kann immer mit Karte bezahlen, das geht auch meistens, aber bei 96 Euro glaube ich, könnte es wirklich sehr gut passieren, dass mein Einkauf nicht genommen wird. Und deswegen versuche ich mir jetzt irgendwas zu kochen, was ich noch habe. Ich glaube, ich mache mir einfach Nudeln mit Olivenöl und Knoblauch. Stinkt ich schön alles voll. Ist überhaupt nicht so die Frage. Ich frage mich, ob ich manchmal echt so nach Knoblauch rieche, weil ich esse echt viel davon. Aber ich weiß nicht, ob die Leute das so an mir riechen.
Aber ich merke das ja selber nicht. Das müsste ich mir mal sagen, liebe Leute aus meinem echten Leben. Ich merke jetzt, dass ich heute sehr früh aufgewacht bin. Mein Handy fliegt gleich runter. Und ich glaube, ich mache jetzt ein kleines Mittagsschläfchen. Außerdem das Essen, so viel Öl, so viel Nudeln, kann dir nicht gut tun. Ich habe aber schon sehr viel geschafft. Von daher. Oh, good. Ich habe auf jeden Fall alles geschafft, was bis heute gemacht werden musste. Jetzt schlafe ich. Okay, also mache ich kein Mittagsschlaf. Aber ich liege trotzdem groß. Was wäre die Kamera auf mein Gesicht gefallen? Heute ist der 14. Oktober. Ich bin ja immer ganz besonders mit so Daten, solchen Sachen. Heute vor 2 Jahren haben mein Ex-Freund und ich uns das erste Mal getroffen außerhalb von der Schule und waren essen in Dresden. Und ich kam aus Hamburg wieder. Da war ich noch mit meinem anderen Freund zusammen. Stories! Naja. Und das ist ein besonderer Tag für mich. Irgendwie. Aber umso ist es auch lustig, dass heute dieses Alleinsein-Video rauskommt, weil es passt so gut. Ich weiß nicht, ich denke gern drüber nach und halt übermorgen. Sozusagen habe ich dann mit meinem anderen Freund Schluss gemacht. Es kam einfach alles zusammen. Es war alles sehr viel vor 2 Jahren. Und jetzt bin ich einfach so glücklich gerade. Ich bin wirklich so. Es ist alles ganz aufregend. Ihr habt ja keine Ahnung. Und das meine ich auch buchstäblich. Ihr habt buchstäblich keine Ahnung, was so. Was ich euch nicht zeige, das seht ihr halt nicht. Und das ist irgendwie. Du, ich würde euch am liebsten alles erzählen. Ich würde am liebsten 24 Stunden filmen. Weil ich will euch auch alles sagen, aber sometimes you can't. Übrigens, vor 2 Wochen oder so habe ich euch erzählt, dass ich vielleicht ein ganz tolles Angebot habe. Was ganz krasses, blibablub. Es ist nichts raus geworden, leider. Aber ich habe das total gut aufgefasst. Ich war nicht wirklich traurig. Ich habe nie gedacht, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich sag nur mal so viel dazu. Es war ein Angebot von Funk. Aber alles gut. Die meinen, die haben mich immer noch auf dem Radar. Von daher, alles gut. Können die bitte jetzt aufhören mit laut machen da draußen? Ich habe jetzt 2 Stunden geschlafen. Sehe ich so aus? Sagt man ja eigentlich nicht, mache ich bin jetzt auf stiebig geredet und habe keine Lust, weiter mich an den Schreibtisch zu setzen. Vielleicht lese ich noch ein bisschen über Selbstliebe in meinem tollen Buch. Emina kommt dieses Wochenende, ich freue mich so sehr, keine Ahnung. Ich wünsche, Luca würde auch nochmal kommen. Ich könnte mich so dran gewöhnen, die immer zu sehen. Wahrscheinlich ist auch eine Art Weihnachtsbescherung am 14. Dezember bei Emina. Schreit ihr. Wenn das klappt, dann schrei ich, weil wir. Also sie wollte da irgendwie so einen veganen Braten machen mit ihrer WG-Mitbewohnerin. Ich habe mich einfach selbst eingeladen. Das wäre schon krass. Wisst ihr was? Ich habe mich jetzt kurz entschieden. Das ist jetzt 2 Sekunden nach dem letzten Clip. Jetzt rauszugehen und ich mache mir einen Podcast an oder schöne Musik und gehe eine Runde durch den Park. Weil es ist so schönes Wetter und es kann nicht sein, dass ich nicht rausgehe. Bei diesem Sonnenschein. Love it. Schöne Lichteinfälle sind das Beste. Urkuss. Und leckerer Tee. Ich wollte was ansprechen. Nämlich hatte ich einen Kommentar bekommen. Stand. Wie siehst du das? Wie stehst du eigentlich zur Pille? Bist was das Achtgeben auf den Körper angeht, ähnlich wie ich, also ernährungsweise Sport etc. Und ich habe so viel Schlechtes über die Pille gehört, dass ich die gar nicht nehmen mag. Komme darauf, weil du das mit der Thrombose ansprichst und man ja sagt, das Risiko dafür ist erhöht, wenn man die Pille nimmt. Also dass das Thrombose-Risiko erhöht ist, weiß ich. Und deswegen mache ich mir auch so, ich hatte das ja letztens angesprochen, dass ich mir Sorgen mache,
weil ich manchmal einfach Schmerzen im Bein habe aus unerklärlichen Gründen oder sowas. Und ich nehme die Pille jetzt schon 6 Jahre. Ungefähr. Das ist so lang. Und das Thromboserisiko ist halt vor allem hoch im ersten Jahr, wo man die Pille neu nimmt. Gut. Anyways, bei der Pille bin ich so und ich mache mir da schon viele Gedanken. Ich habe auch schon ganz viel gegoogelt nach Alternativen. Die gibt es natürlich, aber die haben auch immer ihre Nachteile. Und ich bin einfach für mich persönlich, und ich hoffe, ihr versteht es, weil ich weiß, da gibt's, es gibt viele negative Sachen gegen die Pille und Pillenhater, was auch immer. Ich bin der Meinung, never change running system. Ich werde mich jetzt nochmal mit Thrombose und dem allem beschäftigen und so weiter und so fort. Bei mir geht es mit meiner Pille, ich nehme die Femicardin 30, so gut. Und ich habe jetzt keinen Freund mehr. Und ich habe sie trotzdem nicht abgesetzt. Weil ich mir dachte, bevor ich sie dann wieder neu anfange, das bringt ja meinen Körper noch mehr aus dem Gleichgewicht. Und mir geht es mit der schon immer super gut. Ich hatte nie Probleme. Ich glaube auch nicht, dass man meine Blasenentzündungen darauf zurückführen kann oder sonst was, dass man irgendwas darauf zurückführen könnte. Ich merke eigentlich keine Unterschiede. Ich weiß jetzt zwar auch nicht, wie ich ohne wäre. Ich meine, ich nehme sie, seit ich 15 bin. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich sie weglassen würde, total schlechte Haut hätte oder so. Gott bewahre. Touchwood. Damit hatte ich tatsächlich nie zu kämpfen und da hilft die Pille auch. Aber ich wollte jetzt tatsächlich aber auch mal dazu was sagen, weil ich nehme die Pille als Verhütungsmethode. Aber ich wollte jetzt auch mal losgehen und mir Kondome kaufen, weil das ist zwar nicht Zero Waste, aber man kann auch nicht, die Pille an sich ist ja nicht Zero Waste, da ist ja so viel, packen wir mal. Aber praise yourself, die Krankheiten kann man trotzdem bekommen, auch wenn man die Pille nicht nimmt. Und genau, so viel zu diesem Thema. Die Pille ist auch nicht vegan und gar nichts, es ist eigentlich doof, was die macht und die gibt dir Hormone. Wobei meine Pille eine ist mit wenigen Hormonen. Yadiyadiyada. Ist ein schwieriges Thema, aber ich wollte es mal gesagt haben. Falls sich da was ändert und ich mir, also ich würde mir nichts mit Hormonen oder so einsetzen lassen. Ich hatte überlegt, wegen der Kupferspirale, da habe ich aber Angst, dass das so weh tut und dass dann die Tage ganz schlimm werden. Never change a running system. Das ist meine Meinung dazu. Dieses Buch ist so interessant an manchen Stellen. 12. November. Is there anything missing in your life? 2015 habe ich geschrieben, ein konkreter Plan, wo es hingehen soll. 2015 war ich... Ich muss rechnen. 17. War noch in der Schule. 2016, krasse Gefühle. 2017, Geld. Same. Und 2018, ein Mensch neben dem ich einschlafen kann. Sonst fehlt mir nichts. Aber manchmal fehlt mir jemand, wenn jemand einschläft und aufwacht, weil das ein schönes Gefühl ist. 13. November. What song could be your self-portrait? 2015, Skyscraper von Demi Lovato. 2016, New Romantics von Taylor Swift. 2017, Liability von Lord. Uiuiuiui, was war mit mir los? Und 2018, Herber die Face. Nein, wo geht's denn? Oh, hab einen neuen Favorite Song. Für mich soll es rote Rosen regnen. Göttlich. Habe ich ja gestern schon vorgespielt. Ja, darüber muss ich jetzt länger nachdenken. Die Kamera blinkt. See you later. Diese Woche habe ich meinen Badeanzug mitgenommen, aber ich habe den falsch mitgenommen. Ich habe ja noch einen, der nicht so nach Badeanzug aussieht. Also einfach nur schwarz ist und ich wohin nicht an dieses steht. Na, jetzt habe ich den. Und wieder meine Leggings. Und es wird getanzt. Ich freue mich sehr. Bis later. So, meine Lieben. Ich starte
Ich sehe aber ganz sleek aus. Ich habe mir sogar meine Haare mit so Klemmen hintergemacht. Leider habe ich keine Haare an, sonst würde ich doch so einen kleinen Dutt versuchen hier zu machen. Aber jetzt ist es ein kleines Zöpfchen. Ich freue mich sehr. Bis später. I love it. I love my life. Hallo Leute, I'm back. Ich habe gerade schon mal die Brille aufgesetzt. Das war ein sehr, sehr schönes Unterfangen. Es ist vielleicht nicht so gut, dass ich jetzt hier ohne Decke da sitze. Da kill ich mich. Es war ein sehr schönes Unterfangen. Es hat sehr viel Freude mir bereitet. Ich lieb's. Und sie gibt ab Ende November einen fortgeschrittenen Kurs. Für 15 Euro pro Monat. Und man kann aber alle Kurse besuchen, also auch Standardkurse. Und ich mach mir da so meine Überlegungen. Aber werde ich auf jeden Fall machen. Ich hoffe, so die Daten sind gut, also dass ich da immer Zeit habe. Jetzt gehe ich ins Bett. Ich habe halt heute so lange Mittagsschlaf gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich mehr oder weniger schlafen kann. Ob ich vielleicht noch ein bisschen lesen und Riverdale gucken. Habe ich noch gar nicht erzählt, aber ich schaue jetzt Riverdale. Ich bin schon bei Folge 6 oder so. Love it, hat mir die Anna empfohlen. Grüße, liebe Anna. Und ja, es ist halt so eine typische amerikanische Serie. Es ist auch ein bisschen irreal. Aber I love it. Ist eine gute Unterhaltung. Und danach gucke ich, glaube ich, Narcos. Lange Rede, kurzer Sinn. Gute Nacht. Ich habe mal wieder die alten Flume-Tunes rausgekommen. Die habe ich vor 2 Jahren so gefeiert und ich habe eine Playlist auf meinem Handy, die heißt On Point. Da sind solche coolen Songs drauf. Times change. Tja, sag ich euch heute mal hier hallo in meinem Badfenster. Ich habe mich heute schon wieder 5-mal umgezogen. Ich probiere es, andere Hosen anzuziehen, aber es geht nicht. Es muss die Schwarze sein. Es ist sogar so weit, ja, liebe Freunde, dass ich mir überlege, meine Levi's Hosen oder die eine zumindest zu verkaufen. Aber ich glaube, ich komme auch wieder in eine Phase, wo ich die mag. Ich brauche Geld. Ich weiß immer noch nicht, ob ich heute einkaufen gehen kann, weil ich habe immer noch minus 96 Euro auf dem Konto. Läuft bei mir, würde ich sagen. Weil ich gehe heute zumindest in der Mensa essen. Das ist schon mal positiv. Ja, und ansonsten gibt es nichts Neues zu berichten. Ich habe jetzt Filmseminar. Wir schauen heute keinen Film, sondern reden über Aufsätze. Ich glaube, da halten zwei so einen Vortrag. Wir müssen da alle so einen kleinen Vortrag halten, aber das ist easy peasy, weil da geht es nur, ich stelle euch mal hier ab. Da geht es nur darum, dass wir uns vorne stehen und alle haben dieselben Texte gelesen und da muss halt jemand den Text vorstellen und darüber reden. Ich gucke mir mal an, wie die das heute machen. Und dann gehe ich in die Mensa mit Lüschka, my girl. Sie ist so eine Person, die finde ich so endcool, dass ich nie denken würde, dass die mich als Freundin hätte. Aber she does. Sie, es ging alles von ihr aus. Ich wäre gar nicht auf sie zugegangen, weil ich sie so cool finde. Also ich kenne sie übers Internet so, sagen sie so ausreden. Anyway, mit ihr gehe ich in die Mensa. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit und dann gehe ich zum Tutorium von Literaturwissenschaft. Und vielleicht dazwischen noch zur Sprechstunde von meinem Prof, damit ich den mal frage, was jetzt unsere Aufgabe ist. Weil im Januar, 11. Januar oder so, müssen wir schon abgeben. So much to do. Ja, und dann habe ich den Nachmittag frei ab 16 Uhr. Wäre einkaufen gegangen, wieder jetzt nicht. Oder vielleicht dann doch. Ich nehme mal den Einkaufszettel mit. Und dann mal schauen, vielleicht bringe ich schon mal die Wohnung auf Vordermann, weil die Emina ja morgen kommt. Und don't know, what's happening. Ich hatte ja euch erzählt, ich habe eine Stunde Social Media mir eingestellt, weil man bei diesem neuen Update vom iPhone so Grenzen einstellen kann, wie lange man auf Seiten sein kann. Jetzt habe ich kurz einen Schreck bekommen, dass ich zu spät bin, aber ich muss erst in einer Stunde los. Wie chillig ist das? Ich bin nämlich heute mal wieder um 7 aufgewacht, also kurz vor 7, und habe dann auch nicht weiter geschlafen, weil ich mir dachte, oh, ich bin langsam in meinem alten Rhythmus zurück und es fühlt sich sehr gut an.
Was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Und dann haben wir herausgefunden, dass, also WhatsApp ist jedenfalls auch Social Media und ich konnte dann, WhatsApp hat Zeit von Instagram weggenommen. Ich bin auch nicht so lange auf Instagram. Anyway, jetzt habe ich eingestellt, eine Stunde nur Instagram, Limit, und das erreiche ich halt nie. Weil, keine Ahnung, dann bin ich immer, ich warte so auf das Limit, während ich da bin, aber es kommt nie. Jetzt habe ich mir eingestellt, Freunde, 15 Minuten Instagram nur am Tag. Habe ich mir gerade gemacht. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich war heute noch gar nicht. Ich mache das auch immer so, dass ich die erste Stunde am Tag gar nicht auf Instagram gehe. Und genau, ich gebe mir nicht viel mehr. Vielleicht schraube ich das auch noch auf 10 Minuten runter. Weil ich versicker da so. Da will ich lieber auf Tumblr versickern. Da kommt wenigstens was bei rum. Bei Instagram habe ich das Gefühl, das ist alles so schnelllebig. Und mein Bruder geht heute meinen Film wegschaffen in Dresden. Den habe ich dem am Wochenende mitgegeben und dann kommen morgen wahrscheinlich die Bilder raus und dann kann ich wieder Bilder posten. Ist das Leben nicht schön? Und endlich meinen Post machen für Tierendia. Ach, das Leben ist schön. Gut, so viel zu meinem Hallo, das schon wieder 7 Minuten geht. Wir sehen uns später. Leute, ich habe mir gedacht, okay, schaue ich mal bei Rupi Kaur rein, weil ihre Gedichte sind wie mein Tagebuch. Auch alle Gedichte. Und jetzt habe ich aber gedacht, mir geht's gut. Und sie hat ja hier in diesem Sun and the Flowers, das ist ihr zweites Buch, verschiedene Kapitel. Ich bin jetzt bei Rising, weil ich mir dachte, okay, das ist das positive Kapitel und mache das erste Gedicht literally auf. Das zweite. Und ich schreie, weil es einfach... Es ist einfach genauso passiert. Englisch vorlesen. You must remember it too, how the rest of the city slept while we sat awakened for the first time. We hadn't touched yet, but we managed to travel in and out of each other with our words. Our limbs, dizzying with enough electricity to form half a sun. Half a sun. To form half a sun. We drank nothing that night, but I was intoxicated. I went home and thought, are we soulmates? Der einzige Unterschied war, ist eigentlich so, also der einzige Unterschied ist, dass ich nicht home musste, ich war hier at home. Und dann das danach. I feel apprehensive, because falling into you means falling out of him. And I had not prepared for that. Weil manchmal so der Umschwung so. Ich könnte euch jedes Gedicht vorlesen. How do I welcome in kindness when I've only practiced spreading my legs for the terrifying? What am I to do with you if my idea of love is violence, but you are sweet? If your concept of passion is eye contact, but mine is rage, how can I call this intimacy? If I crave sharp edges, but your edges aren't even edges, they are soft landings. How do I teach myself to accept a healthy love if all I've ever known is pain? Und sie hat so viele Gedichte voller Schmerz. Hat man hier auch ein bisschen rausgehört. Und ich habe mich immer so in denen wiedererkannt und ich dachte, irgendwas ist falsch. Und jetzt lese ich die über so Love und denke mir so, wow. Never feel guilty for starting again. Wenn man jemanden so verglorifiziert hat, vergöttert hat, und dann merkt, man kommt auch ohne zurecht und das war auch viel auch zu Unrecht. Und man lernt neue Leute kennen und denkt sich so, wow, ein ganz anderes Level. Dann überlegt man nochmal alles. Aber Gott, I loved my ex-boyfriend. Was ist mit diesem Buch los? Das hat sich verknickt. Eigentlich ist dieses Gedicht das, was ich gesucht habe. So ein letztes jetzt für euch. Kauft euch das Buch. When you start loving someone new, you love at the indecisiveness of love. Ich hoffe, das Wort habe ich richtig ausgesprochen.
Remember when you were sure? The last one was the one. And now here you are, redefining the one all over again. A fresh love is a gift. Ich lese jetzt noch ein bisschen weiter, aber... Leute, ich gehe. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich, wieder rauszukommen. Ich gestern die ganze Zeit nur hier so war. Ja, love it. Selena Gomez soll mal neue Mucke rausbringen. It ain't me. Sah ich sie unumwunden an und sagte, ist nur noch eine Nacht, will ich noch bleiben, doch nütze deine Zeit. Das ist das Schlimme, dass du so zwischen Tür und Angel stehst. Ich bin zurück. Ich habe heute die ganze Zeit irgendwie so einen Frosch im Hals. Und das ist ganz komisch und ich trinke schon ganz viel und so, jetzt trinke ich einen Tee. Hoffe, ich werde nicht krank, das wäre sehr jetzt noch, aber ich fühle mich fit. War ganz cool in der Uni, ich habe meine Hausarbeit fertig geschrieben über die Summer School. Also über das, was wir in Südtirol gemacht haben. Endlich, das war so mein größter Baustein. Das war eigentlich nicht viel, es waren 5,5 Seiten, habe ich jetzt geschrieben. Aber ich bin so froh, dass das beendet ist, liebe Freunde. Das ist erstmal ein Riesenstein, der mir vom Herzen fällt. Jetzt muss ich mir auch das mit dem Roboter klären, aber das mache ich nächste Woche. Und ansonsten mache ich mir heute einen schönen Tag zu Hause. Ich konnte jetzt nicht einkaufen gehen, weil ich in der Mensa wollte ich meine Karte aufladen. Ging nicht. Musste mir die Elli das Essen bezahlen. Herzblatt. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche gar nicht erst einzukaufen. Am Ende habe ich alles bezahlt und Karte funktioniert nicht. So krass, wenn ich mein Gehalt kriege. Das sind 900 Euro, by the way. Kann ich alle meine Schulden begleichen und habe noch 300 Euro übrig. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Schulden ich habe bei meiner Mom. Ja, vielleicht habe ich noch 200 Euro übrig, weil ich bin ja jetzt schon 100 Euro minus. Aber eigentlich ist es verrückt, weil eigentlich habe ich noch von einer anderen Instanz 300 Euro bekommen und ich kriege von YouTube diesen Monat 268 Euro. Also eigentlich läuft es, ich habe es bis jetzt nicht. Gut, ich lese jetzt ein bisschen. Something about it felt like home. Somehow a night left my scarf there to your sister's house and you still got it. You almost ran the racks, you were looking over at me. Hey, we got too well. Emina und Luca wissen, was jetzt hier Sache ist. Zeit. Campus. War bei uns an der Uni. Und hat da so... Ich konnte leider nicht teilnehmen, das war gestern. Aber heute, lustigerweise, ich zwar aus Zufall, dass ich da stand, wo Martin, unser Gründungsberater, aus seinem Büro kam und meinte so... Hey Leute, will jemand von euch Zeit Campus haben? Und alle wollten Zeit Campus. Ich habe vielleicht zwei mitgenommen, für Emina auch noch eine, weil sie immer morgen kommt. Und wie geil, einfach so eine kostenlose Zeit Campus. Ich feiere es richtig. Und ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben da jetzt einen gewissen Kontakt hergestellt. Und ich bespreche das morgen alles mal. Ich habe ja morgen einen Termin beim Gründerzentrum. Und wie wir da jetzt vorgehen... Und uns vorstellen. Ich kriege jetzt gleich Besuch und weiß nicht, ob ich mich heute noch mal melde. Deswegen sage ich jetzt schon tschüss und bis morgen. Tschüss und bis morgen. Hallo Lieben, es ist Freitag. Schon
Kurz nach 12. Ich war jetzt gerade beim Gründerzentrum und Beratung entgegengenommen von Tiendir. Ich habe diese Nacht so wenig Schlaf gehabt, dass ich jetzt ins Bett gehe und erstmal schlafe, weil ich glaube, wenn ich sage, ich habe 3 Stunden geschlafen, ist es nicht mal übertrieben. Sehr wenig Schlaf, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Und dann mal gucken, was der Tag noch bringt. Imina kommt heute. Großfreude. Irgendwie, wenn man so spät aufsteht und dann nochmal schläft, es ist jetzt fast 16 Uhr, dann ist der ganze Tag im Arm. Aber nicht zu dieser Tag, denn dieser Tag ist super. Ich bin wirklich die glücklichste Nori im Moment. Verrückt, wie schnell sich alles ändern kann. Ich muss jetzt leider Gottes noch ein bisschen putzen, bevor die Mina kommt. Ich mache mir jetzt erstmal Nudeln mit Olivenöl und weiß ich was nicht, weil ich irgendwas essen muss. Ich bin die ganze Zeit am Verhungern. Wir gehen heute Abend zum Ibras. Da freue ich mich sehr. Aber ja, mein Magen braucht jetzt auch noch was. Und deswegen kriegt ihr jetzt Nudeln, auch wenn es nicht so geil ist. Und dann putze ich hier alles mal eine Runde. Vielleicht zieht die Emilia über meinen Boden hinweg, aber die Oberflächen, die mache ich auf jeden Fall. Irgendwie 3 Clips vom heutigen Tag. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich das Video filme, weil morgen wird so ein langer Tag. Wir gehen nach diesem Barcamp, heißt es, wahrscheinlich noch weg mit den ganzen Leuten da. Spannend. Jetzt habe ich mir gerade meine Nägel wieder rot gemacht, wie ich das vermisst habe. I need it in my life. Ja, oh, ich freue mich auf sie. Ich freue mich sehr. Gerade ist ein Artikel online gegangen auf Tiendir zum Thema, was wir gerade schauen. Also Filme und Serien, die wir gerade mögen. Ja, und mein... Oh, ich warte die ganze Zeit. Die schicken es heute wahrscheinlich nicht mehr. Das Fotostudio Görma aus Dresden mir meinen Film schickt. Ich bin irgendwie völlig delirious. Vielleicht setze ich mich gleich auf die Couch und lese ein bisschen. Oder schlaf nochmal eine Runde. Was soll ich sagen? Guck mal, wer hier ist. Hallo! Kaum nah. Und guck mal, wo wir sind. Bei Ibras. Imina Broad Stuff. Das Götterbuch? Ja, warte kurz. Das Götterbuch? Hält es in your life's purpose. Wow. Der Obersch. Und hier. For why? You. Why? Ja, lies erst den. Erstmal, wie cool ist die Karte? Wie schön ist die Karte? Ja, lies sie. Aha. Aha. Ich liebe die Karte. Ich dachte, sie ist vielleicht was für deine Küche oder wenn so. Du Pudel. Oder ja, an deine Wand. Oh, in die Mitte. Ja. Warte mal, vielleicht. Ja, mach du das. May I? Yes, female. Sie ist aus Amsterdam. Ja, ich hab's gelesen. Ich dachte so, Nora Wunderwald, it's your it's color. It's your town auch. It's... This is yes, it's special. Don't be kaputt. But you... Kennst du das, wenn YouTuber aus England vor allem ihre Geschenke aufreißen? Ja, und kriegst du dann auch einen Triumphbogen? Ja, weil ich mir denke, man könnte es wiederverwenden. So wie ich hier jetzt. Nee. Oh! Das habe ich das halt geschenkt bekommen. Weniger. Und es sind halt voll geile Sachen da drin. Ich habe also einmal die Zeitschrift gelesen. Du kennst die ja, bestimmt, ja. Das ist ja noch da kann man krasser. Ganz viel ausschneiden und drin rumschreiben. Und ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen wie ein guter Plan und so. Ja. Die 2 Schwarzen. Nein, darüber freue ich mich mega. Danke, Mino. Kannst du mal reingucken. Das ist gut, weil das ist irgendwie ja mein Clip. Oh, und wie schön ist die bitte an der Seite? Das ist doch schön. Ja, das kann man auch gut in den Links stellen. Ich habe andere noch davon. Hier, ich muss hier meinen eigenen Kaffee mitbringen, weil Nora keinen hat. Let's start a petition for Nora to buy a coffee maker. Für die Leute, die es in Deutsch nicht verstehen. Ja, weil es schon... Eckhart Tolle. Oh, Olle. Das ist einfach der Hammer, das Buch. Das ist ungefähr unglaublich. Und das war doch in diesem... Habe ich schon tausendmal erzählt.
Nee, was? In dem Regal. Es hat nichts gefunden. Ach so, ja. Oh, wow. Ja, gut, den Rest ist gar nicht drüber. Danke, Ina Gallmann. Sehr gerne, Robert, dabei. So. Es geht weiter. Nee, aber Presents gibt's nicht mehr. Heute einen Schluck Wasser drin. Das ist mir schon wieder zu viel Rock. Das ist mir nicht chillig, das ist mir Bomber. Ist das aus deiner Playlist? Ja. Leute, mein Handyhüll ist gekommen. It's alright. Du solltest mal einen Vlog machen, wo du nur so redest. Das fokussiert ja gar nicht. Oh Gott, der Wein. Schau mal, was der macht. Der macht uns so, wie wir gerade in diesem Video zu sehen waren. Guten Morgen, Leute. Letzter Tag der Vlog-Woche. Emina und ich machen wirklich in 2 Sekunden los. Ich versuche da mit dem Handy ein bisschen was einzufangen, wie es so wird. Bin sehr gespannt. Wir laufen jetzt erstmal ein Stück. Es ist richtig kalt draußen. Aber wir freuen uns. Stimmt? Ja! Das frage ich mich auch, das weiß ich nicht. Emina und ich essen. Es gibt Nudeln und ich weine einfach, weil ich schon so oft diese Woche Nudeln gegessen habe. Oh mein Gott, ganz schön al dente. Aber ich würde behaupten, dass so viel da unterbewusst stattfindet, dass man gar nicht merkt als Jugendlicher, dass man gerade diese Medien irgendwie sieht. Ein langer, erfolgreicher Tag ist zu Ende gegangen. Es war echt gut, wir haben viele Rückmeldungen bekommen, nicht nur positive, aber auch viele positive. Und das Schönste war eigentlich, dass sie mitgemacht haben. Und wir haben viel über Tiere geredet. Und es kam zu gar keinem Ende, weil die ganze Zeit weiterreden wollten. Und um 17 Uhr sollte es eigentlich vorbei sein. Und die ganzen Leute sind geblieben, bis sie die Lichter ausgemacht haben. Und wir haben voll lang noch geredet. War voll gut. Es war voll schön. Jetzt waren wir gerade einkaufen. Wir machen uns halt Salat. Und dann trinken wir einen Schluck Wein und schneiden uns so Vlogs. Weil wir cool sind. Und essen Schokolade. Ja, oh, ja, du brauchst meinen Fingerabdruck. Thanks. Sehr gern. Wir essen heute Salat. Wir haben aber noch im Ofen Kürbis und Kartoffeln. Wir haben noch Baguette und wir haben Tee. Wir haben auch Wein und das beste Leben. Was ist das beste im Leben? Nein, wir haben das beste Leben, weil wir so geile Sachen essen. Ja. Und ich habe Mina, das ist sowieso das Beste. Wie kann man das hier umdrehen? In diesem Sinne, oh Gott, wenn ich das jetzt fallen lasse, fliegt es. Soll ich es halten? Ja. Oh! Ich noch hier mit meinem Hallo, ich bin die Mina. In diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Woche, entlassen euch. Der Vlog ist ja vorbei. Der Vlog ist vorbei. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem Video mit dieser Person. Soll ich noch was sagen? Wir verkaufen nämlich unsere Sachen. Tschüss, Freunde. Bis bald. Tschüss.